Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von SiriusM. Diesmal Revolution. SiriusM 1. Hatte ich das nicht schon Let's Play? Sag mal, sogar, ja, welche Version war denn das? Ach ja, die HD-Variante. Stimmt. Und zwar gibt es inzwischen gibt es, glaube ich, vier verschiedene Versionen von dem First und dem Second Encounter. Nämlich einmal die normale. Classic, dann die Classic Revolution, dann die HD und die VR. Nein, ich werde sie nicht alle vier spielen, ich werde zwei davon spielen. Vom First und vom Second Encounter werde ich jeweils zwei Versionen spielen. Eine, die schon da ist, und eine jeweils deutlich andere Version von dem, was ich noch nicht gespielt habe. Also, wir hatten jetzt von HD, also von Teil 1, also First Encounter, hatten wir HD. Jetzt gibt's natürlich Classic, das ist ein bisschen öde, so wie es mal... frühen 2000er, 2003, 2002, so in den Dreh rum, oder 2001, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, rauskam. Das haben die meisten noch so in Erinnerung. Das jetzt zu Let's Playen wäre ein bisschen bescheuert. Aber das Revolution hat den angenehmen Effekt, dass es die aufpolierte Grafik-Engine von der ersten Version ist. Und zwar unter anderem mit so lustigen Sachen wie Field of View. Standardmäßig ist das ja auf 90. Man kann das hier hochjagen bis 130. Das ist aber ein bisschen sehr eklig, finde ich. Aber 110 ist schon okay. Das Ganze jetzt, wie ihr seht, nicht nur in 16:9, sondern auch noch in Full HD. Das macht das Ganze noch mal ein bisschen angenehmer. Hier oben an der Kante sieht man so ein bisschen, ja, die Namen von dem Fenster quasi. Ja, man kann hier noch das Maximieren, das Minimieren und das Weg-Xen sehen. Im Vollbildmodus wird hier draus wieder 4:3. Das heißt, man muss es tatsächlich im Fenstermodus spielen, in der hohen Auflösung. Also ich kann es euch ja nochmal zeigen. Hier, Videos, Options. Ja. Sobald ich es auf Vollscreen stelle, ist es 4:3. Weil das diese Engine damals nicht hergab. Im Fenstermodus funktioniert das aber. So, und dann gibt es hier noch auf dem Rendering-Optionen und Fullscreen-Anti-Aliasing, also ein Kram. Das habe ich jetzt alles mal auf Anschlag gejagt. Und es ist ein anderes Gefühl als HD, weil HD ist ja die Engine von SiriusM 2. Und das ist ja hier noch die SiriusM 1 Engine, allerdings komplett aufgebohrt. Ähnlich da, so wie es damals Raven Software gemacht hatte bei der Doom Engine. Es gab ja in dem Sinne keine Doom 2 Engine. Doom 1 und Doom 2 hatten ja, also Hell on Earth, hatten ja die gleiche Engine. Also wer jetzt sagt, oh, was erzählst du denn da? Die sahen doch ganz anders aus. Ich weiß das doch, ich bin 16 und habe alle Dooms gespielt. Nein, dann kennst du wahrscheinlich mit Ach und Krach, wenn es überhaupt kommt, hochkommt Doom 3, sprich den Remake vom ersten Teil damals. Den meine ich nicht. Ich meine den, also die Doom-Version, die in den 90ern rauskam. Und da war grafisch gesehen, also gleich nach Hundefelsen 4e, gab es dann eine Revolution in den Shootern. Und zwar Doom 1, dicht gefolgt von Doom 2. Und die Engine war quasi die gleiche, nur ein bisschen aufgebohrt. Und Raven Software, die ja dann auch engagiert wurden von id Software, die haben dadurch quasi Zugang zur Engine erhalten und haben die komplett aufgebohrt. Da entstand dann sowas wie Hexen draus oder andere tolle Spiele, die leider noch indiziert sind, weswegen ich sie hier nicht erwähnen darf, weil das könnte sonst als Werbung interpretiert werden. Wenn ich sage, die Spiele waren der letzte Dreck, holt sie euch bloß nicht, dann dürfte ich die Namen erwähnen, weil das ist dann eine Negativwerbung, aber eine Positivwerbung von wegen, die waren damals echt toll, diese Spiele, und lohnt sich, schade, dass man es nicht spielen darf, das wäre eine Positivwerbung, deswegen darf ich diese Spiele nicht erwähnen. Man möchte ja hier nicht in übelste Fettnäpfchen treten. So, und ähnlich ist das hier. Die haben quasi die Engine vom ersten SiriusM so komplett aufgebohrt, dass eben diverse Tricks möglich sind. Und das ist wirklich ein anderes Spielen. Und jetzt will ich auch gar nicht mehr so weiter rumnüllen hier, sondern
Lass uns erstmal einfach anfangen. Survival machen wir logischerweise nicht, weil dann ist nach Level 3 oder so bin ich platt. Ja, dann hat sich das Let's Play erledigt. Das ist mal ein bisschen doof. Deswegen Singleplayer. So, man sieht hier, man kann ein paar Sachen quasi sich angucken. Wir gucken uns ja einfach mal Bright Island an. Auf Tourist. Das müsste aus Teil 2 sein. Ich hoffe, er schmiert nicht ab. Nee. Genau, das ist jetzt hier alles in Englisch. Ich hatte es schon mal übersetzt. Deswegen werde ich das jetzt nicht nochmal übersetzen. Also wer sich für die Story interessiert, mit allem, was hier so steht und so weiter, dann einfach nochmal das normale Let's Play gucken, was ich vor Ewigkeiten mal hochgeladen habe. Okay, now I'm ready for the real deal. Mousespeed ist ganz schön flink. Nee, hier wart nicht. Nee, da wart auch nicht. Was hier? Sensitivity, genau. 28. Ja, schon viel besser. So, Bright Island. Das ist doch hier das eine Geheimlevel. Ich erkenne es genau. Wie heißt denn das? Mond irgendwas, ne? Genau. Mondkrater und so. Das spoiler ich ja quasi jetzt gerade ein Geheimlevel. Das wollen wir mal nicht tun. Stop Game. Ja. Are you serious? Ja. Deswegen. Technologietest. Game Options sind die gleichen, ne? Blood and Gore, Red. Was können wir noch einstellen? Yellow. Oh ja, gelbes Blut. Blue? Hippie. Achso, da kommen Blumen raus. Oder nichts. Grün. Alles Vulkanier hier. Wir machen mal grün. Will mal sehen, wie das aussieht. So, First Encounter. Tourist. Am Rande des 21. Jahrhunderts machte die Menschheit eine total tolle Entdeckung. Zwischen den Sand der frühen Zivilisation, der menschlichen Zivilisation, machten sie eine Entdeckung von antiker Technologie, von einer Zivilisation, die bis dahin unbekannt war. Die total tollen Ingenieure und Wissenschaftler von der Menschheit erforschten den ganzen Krempel und es führte sie weit, weit hinaus ins Universum. Selbst jetzt, wo alles schien perfekt, zu perfekt, um wahr zu sein. Im Jahr 2104 wurde die Menschheit von tödlichen Monstern aus einer anderen Dimension heimgesucht. Es folgten ganz, ganz viele Kämpfe, wohingegen die Monster irgendwie immer mehr wurden und die Menschheit wurde immer weiter zurückgeschlagen. Als letztes wurden sie zurück, nicht nur in ihr eigenes Sonnensystem, sondern sogar zurück auf die Erde, zurückgedrängt. So, dadurch, dass jetzt alles platt war und quasi keine Chance war, den ganzen Krieg zu überleben, gab es nur noch eine einzige Möglichkeit. Und zwar, sie hatten ein antikes Zeitschloss ausgebuddelt, welches ermöglichte, eine einzelne Person so zurück in die Zeit zu schicken. So, und es war natürlich kein Zweifel und keine Frage, wer dieses Zeitschloss benutzen werden würde, nämlich unser Übersuperheld, der sich zig Schlachten gewonnen hatte, nämlich San Sirius Stone. Ägypten 1378 vor Christus. Also 1378 Jahre vor Christus.
Das ist übrigens das Zeitschluss. Quasi der Gegenpart. Genau. Ich bin der Triska, das neuronale Implantat, Kombat, Analyser, und ich werde dich auf deinen total tollen Missionen hier unterstützen. Du kannst die Benutzentaste drücken, um mich zu involvieren, und wenn du irgendwas Komisches gefunden hast, kann ich es auch analysieren, wenn du nochmal Benutzen drückst. Und das wird jetzt auch schon reichen fürs Briefing der ersten Mission. Leg mal los. Viel Spaß. Ready for battle. Genau. So, also man sieht jetzt hier schon, insbesondere wenn es so an den Rand geht, dass es ein bisschen leicht verzerrt wird. Das ist halt das Field of View. Ja. Und ich werde natürlich auch hier nicht die Geheimnisse, die ich schon so kenne, auslassen. Deswegen latschen wir gleich da hinten hin zur Palme. Wenn ich jetzt übrigens das Fenster noch ein bisschen weiter nach oben ziehen würde, dass man den Balken da oben nicht mehr so gut und deutlich sieht, dann würde unten ein Balken zum Vorschein kommen. Da ich mir dachte, naja, also ein Balken am Fensterrand, das reicht schon. Dann habe ich mich für den oberen entschieden, da ansonsten unten meine Taskleiste zum Vorschein käme. Und die ist noch ablenkender, als da oben ist der grobe Balken. Schießt ihr gegenseitig auf euch? Naja, nicht ganz. Müssen wir so machen. Oh, diese Palme hier. Ich glaube, da gab es nämlich eine zweite Knifte. Nee, doch nicht. So, also übrigens das HUD kann man auch so ein bisschen verändern. Ich habe jetzt mal einen Stil gewählt, der relativ klar und einfach zu erkennen ist. Man kann quasi den von die Standardansicht nehmen. Man kann den von Second Encounter nehmen. Man kann das in Schwarz-Weiß nehmen, warum auch immer. Man kann die Ansicht von der Xbox nehmen, was so aussieht wie Comic-Look. Gefällt mir gar nicht. Und den hier, den finde ich eigentlich ganz okay. Also ulkigerweise, ich kann euch ja nochmal die Option zeigen, haben wir hier kein also wir haben anisotropisches Filtern, wir haben aber keine Kantenglättung. Jetzt habe ich den Namen gerade vergessen, wie peinlich. Hier steht das irgendwie gar nicht. Wie fehlt denn das hier? Hier.
Genau. Wir haben anisotropisches Filtern drin. Achtfach, also man kann es auch auf 128 stellen, aber so irgendwo Quatsch. Und ansonsten haben wir hier nur trilineares Filtern. Wir haben quasi keine... Oh. Menschenskinder, Gehirn. Erinnere dich an das Wort. Das fällt mir schon noch ein. Na, halt die Kantenglättung. Ihr wisst schon, was ich meine. Deswegen sieht das jetzt hier so ein bisschen komisch aus. Ah, ich kann euch ja nochmal hier, wenn wir sowieso gerade hier drin sind, das nochmal zeigen. HUD-Theme. Genau, es gibt halt quasi Albino, das ist schwarz-weiß. Fällt mir wie gar nicht. Dann Classic, das kennen wir ja. Warped. Das Ganze in Blau. Ui. Ja, Ich würde sagen, das ist aus Teil 2. Xbox, das wäre dann das Ding. Das sieht so comic-mäßig aus. Das hatten wir bei Series M2. Das gefällt mir eigentlich nicht so. Classic Second Encounter. Das ist das. Kann man machen, aber das hatten wir auch schon in einem Spiel. Und das wäre ja halt modern. Und das ist das, was ich hier gewählt habe. Nee, wann das jetzt hier mit... Game Options. Ach, hier. Wir können ja mal Quake Pro nehmen. Also ja, ihr seht schon. Hier rückt immer mehr rein, ne? Nehmen wir mal Quake 2. Also ursprünglich ist es so. Nochmal. Zack. So, das sind die 90. Jetzt kann man auch nochmal Militär hier 70. Keine Ahnung, wer das haben will. Ja, siehst du gar keinen Gegner von der Seite. Und der Unterschied zwischen 70 und 130 ist das. Man hat halt einfach mehr Sicht. So, wir nehmen jetzt einfach mal Quake Pro. Mal sehen, ob mir jetzt schlecht wird oder nicht. Na, so ein bisschen. Wird schon ein bisschen komisch. Ich mache das mal zurück auf 110. Das ist schon ganz okay gewesen. 110 ist okay. Immerhin 20 Grad mehr als sonst. Das muss aber auch reichen. Genau, das sind hier die Entwickler. Hey, wait, Micro! Hey, wait, Lord. Old Man Mare! Hey, wait! Lutrosis! Hey, wait, Lutrosis! Genau, ansonsten hier unten ist nur noch einmal ein bisschen Munition. Mehr ist hier nicht, aber immerhin. Die Entwickler bringen wir diesmal nicht um. Das hatten wir, glaube ich, im letzten Let's Play gemacht. Achso. Geht gar nicht auf. Noch besser. Genau, und das ist die andere Tür.
Kann man natürlich auch reinlaufen. Moment. Ah, hier ist er. Wollte doch sagen, die hat mir irgendwie gerade gefehlt. War das hier oder da drüben? Kann man irgendwie nie merken. Okay, vorbei. Da oben gibt es auf jeden Fall den Rocket Launcher. Da haben wir schon mal einen Raketenwerfer. Weiß bloß nicht, ob das da war oder da. Ich glaube, das war da. Können wir hier drüben gucken? Muss man ganz bestimmten Winkel haben und dann... Genau. Hier gab es natürlich nur die Munition. Das geht übrigens nicht mit Zurückhüpfen. Fallschaden gibt es nicht. Das ist schön. Jetzt. Now that's some serious firepower. Hey, wait. Doppelsprung gibt's auch nicht. Wir sind hier noch von einem Spiel Anfang der 2000er. Da gab's noch sowas nicht wie einen Doppelsprung. Das gab's, glaube ich, erst ab... Boah, welches Spiel war denn das erste? Unreal Tournament 2003 hat es auf jeden Fall schon gehabt. Hier gab es, glaube ich, noch eine Schrotbüchse. Hier nicht. Die nicht hier? Yeah, it's all fun and games until somebody loses an eye. Oh, das ist Rüstung. Warum spiele ich Tourist? Nun, das soll ein Let's Play und kein Let's Fail werden. Und bei Tourist gibt es schöne viele Gegner, aber die HP füllen sich bis 200 wieder auf. Automatisch. Langsam. Ah, hier gab's die. Yeah, baby! Genau, so, das war jetzt quasi das erste Level. Dann bedanke ich mich an der Stelle schon mal fürs Zuschauen und ich hoffe, dass ich euch im nächsten Video noch weiter hier mit beglücken darf mit dieser tollen Variante vom klassischen Serious Sam First Encounter. Bis gleich!